Ja, moin, hier zu einem weiteren kurzen Werkstatt-Update. Ich hatte euch ja in der letzten Folge gefragt, ob ihr Tipps für mich habt, beziehungsweise Erfahrungen mit Standbohrmaschinen und Tellerschleifern. Und jetzt war ich tatsächlich im Baumarkt und was ist es geworden? Eine Kreissäge. Ja, warum nun also die Kreissäge? Kurz vorweg, Tellerschleifer und Standbohrmaschine kommen natürlich auch noch, aber im letzten Video hat mich der Kai in den Kommentaren auf diese schöne Maschine hier hingewiesen und dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und so im Hinterkopf hatte ich die eh schon und dann habe ich parallel dieses Buch hier angefangen zu lesen, Flugmodellbau mit Holz von Franz Kaiser und auch hier drin wird dieses Maschinchen empfohlen und dann dachte ich, na gut, komm. Es geht ja sowieso kein Weg dran vorbei, gerade für das neue Projekt und dann lag das Ding da im Baumarkt und ihr wisst, wie es weitergeht. Ja, bis jetzt habe ich alle Schnitte, die ich irgendwie gemacht habe, im Modellbau mit der Dekupiersäge gemacht und das ist auch ein schönes Maschinchen. Allerdings einen wirklich geraden Schnitt ist mit dieser Maschine nicht zu machen, ja? Und dafür ist sie auch nicht gebaut. Also die Kopiersäge ist halt für Rundungen, da kann man alles mögliche mit ausschneiden, aber einen wirklich geraden Schnitt, auch vielleicht noch über eine etwas längere Distanz, keine Chance. Also dafür jetzt die Kreissäge und ja, was ich bis jetzt so an Testschnitten gemacht habe, muss ich sagen, ja, das ist schon geil und da freue ich mich schon drauf, damit weiterzumachen. Ja, und wer genau hingesehen hat, dem sind wahrscheinlich schon die PVC-Rohre hier im Hintergrund aufgefallen. Ja, das wird meine Absaugung für die Geräte. Das funktioniert einfach mit PVC-Rohren aus dem Baumarkt. Wunderbar. Also das ist genau die richtige Größe, um das hier an die, ich zeig das hier nochmal, um das hier über so einen Adapter anzuschließen an die Geräte von Proxon. Auf der anderen Seite geht das dann hier hinten doch so ein bisschen ins Leere, weil da kommt dann der Tellerschleifer noch hin. Aber das funktioniert, wie gesagt, wunderbar, die Absaugung. Auf der anderen Seite ist dann hier irgendwo der Übergang zum Staubsauger und zurzeit hängt da noch so ein alter so ein Haushaltsstaubsauger dran einfach. Funktioniert aber wunderbar, wie gesagt. Was noch fehlt ist, ich muss hier eine Mechanik einbauen, quasi hier so Klappen in die Rohre einbauen, damit ich einzelne Geräte dann vom Sauger trennen kann. Weil jetzt, wenn ich hier jetzt noch ein Gerät dran habe, dann würde sich die Saugleistung ja quasi ja, pro Gerät auf ein Drittel nur noch reduzieren. Und deswegen muss ich, wenn ich dann wirklich arbeite damit, die anderen beiden Geräte dann jeweils abschalten können. Also da kommt hier quasi eine Klappe rein, die ich dann zumachen kann. Ja, das soll es von mir jetzt erstmal wieder als kurzes Update gewesen sein. Ich warte natürlich immer noch händeringend auf die Teile für die Lockheed Sirius, aber angeblich sollen sie auf dem Weg zu mir sein. Deswegen, es kann nicht mehr lange dauern. Ihr werdet es natürlich erfahren. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Fliegen. Bis zum nächsten Mal.